9.43 Uhr. Was ist bloß mit mir los? Das fragen sich ganz, ganz viele Frauen und auch deren Partner. In der Regel so ab dem 40. Lebensjahr. Gut 9 Millionen Frauen, also jede vierte von uns, ist aktuell in den Wechseljahren. Mit ganz vielen unterschiedlichen Symptomen, die leider immer noch viel zu selten als Wechseljahrssymptome erkannt werden. Bei Annunziata Schnurrbein war das auch so. Und bei ihr gingen die Wechseljahre sogar schon mit Ende 30 los. Ärzte diagnostizierten Burnout oder Depressionen, vieles andere mehr, aber eben nicht die Wechseljahre. Und weil es in Deutschland kaum Hilfsangebote gibt, leistet Annunziata Schnurrbein im Netz Aufklärungsarbeit. Für Frauen, deren Partner und vor allem auch für Arbeitgeber. Schönen guten Morgen, Annunziata, nochmal. Schön, dass du da bist. Komm ich auch. Ich bin ja auch eine von den 9 Millionen und auch ich habe eine kleine Odyssee durch. Aber das, was du durchgemacht hast, das ist schon beachtlich, sag ich mal vorsichtig. Ne? Wann ging das bei dir los und wie? Ja, also das Ganze ging Ende 30 los. Und was das Spannende war, dass es mir, also einerseits eben wirklich, wirklich schlecht ging. Ich war arbeitsunfähig und lag nur noch zu Hause. Aber dass mir eben keiner, obwohl ich gesagt habe, ich glaube, da gibt es eine hormonelle Komponente, dass mir keiner helfen konnte. Und zwar nicht, weil sie nicht wollten, die Ärztinnen und Ärzte, sondern weil da wirklich das Wissen fehlt. Mhm. Und deswegen habe ich von den ersten Symptomen bis zur Diagnose dann, ja, das waren 2 Jahre, vielleicht auch länger. Das ist ja immer so schwer zu sagen, wann das anfing. Warum fehlt dieses Wissen? Was ist da los? Das Wissen fehlt deswegen, weil die männlich geprägte Medizin sich lange nicht dafür interessiert hat, ab dem Zeitpunkt für uns Frauen nicht interessiert hat, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir keine Kinder kriegen können. Und dementsprechend wird das im Medizinstudium nicht unterrichtet, das ist nicht Teil der Lehrpläne. Und Ärzte selber haben dann keinen Anreiz, sich über die Wechseljahre fortzubilden, weil das gesetzliche Kassensystem die Wechseljahresberatung nicht ausreichend vergütet. Das ist am Anfang, bis man sozusagen richtig eingestellt wird, braucht man einfach ein bisschen mehr Beratung. Und die Ärzte haben nur 7 bis 10 Minuten Zeit für uns Frauen und das reicht oft nicht. Das heißt, warum sollte ich mich fortbilden für etwas, wofür ich nicht bezahlt werde? Bei dir hat es 2 Jahre gedauert, bis dann die Diagnose stand. Was ist bei dir alles diagnostiziert worden vorher? Also das Schlimmste, was im Raum stand, war tatsächlich Multiple Sklerose. Dann war natürlich das chronische Fatigue-Symptom, einfach weil ich so erschöpft war. Aber natürlich war diese mentale Stigmatisierung sehr früh da, weil ich so viel geweint habe und so. Und dann Depression, Burnout. Ich war mit 37, das war im Nachhinein dann so das allererste Anzeichen, hatte ich schon mal einen Burnout, der nur alle 4 Wochen kam, komischerweise. Auch im Nachhinein macht das alles so viel Sinn, aber man checkt es nicht. Deswegen, liebe Frauen, bitte trackt euren Zyklus. Das ist ganz wichtig ab Mitte 30, damit ihr diese Zusammenhänge erkennt. Das wäre schön. Du weißt, ja, nun hast du dich damit auseinandergesetzt, ganz intensiv. Sag mal, welche Symptome könnten auf Wechseljahre hindeuten? Ich kann die hier nicht alle aufzählen. Was ihr wissen müsst, ist wirklich, dass ihr habt im ganzen Körper Östrogenrezeptoren, nicht nur in Eierstöcken und im Uterus. Das heißt, das können so weirde Symptome sein wie Kopfschmerzen. Ich habe einen Tinnitus, Sehstörungen. Die häufigsten sind so Schlafstörungen, gerade in der zweiten Zyklushälfte. Gliederschmerzen höre ich ganz, ganz oft. Es können aber auch so weirde Sachen sein wie Bränden in den Füßen. Ich habe Frauen, die kommen zu mir und sagen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. So Kleinigkeiten bringen mich aus der Fassung. Also dieses Sauerwerden mit den Kindern oder dem Partner ist auch sehr, sehr typisch. Und es können wirklich die weirdesten Sachen sein. Also habt da einfach ein offenes Auge für euch selber. Bei mir waren es tatsächlich in den Fingern. Ich hatte ganz dolle Muskelschmerzen oder irgendwie Schmerzen in den Fingern. Und ich habe gedacht, ich kriege Gicht. Ne? Bis ich dann irgendwie mal zufällig an eine tolle Frauenärztin geraten bin, die dann eben auch Wechseljahre und dann ging es mir besser. Was kann man machen? Wie ist das bei dir gewesen? Also bei mir persönlich hat die bioidentische Hormonersatztherapie gut angefangen. Und zwar wirklich sehr, sehr schnell. Das hatte ich Glück. Ich möchte aber wirklich betonen, dass jede Frau erlebt die Wechseljahre anders. Das heißt, jede Frau bekommt eine individuelle Therapie. Das solltest du individuell mit deinem Arzt oder deiner Ärztin absprechen. Bei mir hat das jetzt gut funktioniert. Du kannst aber über pflanzliche Methoden oder auch du kannst auch die Mini-Pille nehmen. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Das kann ich hier auch wieder nicht alles aufzählen. Mhm. Es geht wirklich darum, einfach mit dem Arzt oder der Ärztin das zu besprechen, sich selber auch zu informieren, vielleicht auch vorbereitet in das Arztgespräch zu gehen, um da ein bisschen Zeit zu sparen. Da habe ich einen tollen Guide bei mir auf der Seite, wo man das lernt. Aber tatsächlich, es gibt nicht die eine Therapie, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Aber eben bei solchen Anzeichen auch mal die Frauenärztin fragen und nicht nur andere Ärzte konsultieren. Ne? Ja. Was wünschst du dir von Arbeitgebern? Weil man muss sich vorstellen, wir Frauen sind ja oft auch in den Pflegeberufen tätig. Ne? Auch Lehrberufe, Erzieherinnen und so weiter, die ja alle dann Probleme kriegen auch bei der Arbeit. Ja, und wir sind erfahrene Frauen, die wirklich viel damit in den Arbeitsplatz bringen. Und es ist ganz wichtig, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich da um uns kümmern.
Ich habe drei Sachen, die ich mir wünsche. Das eine ist Aufklärung. Wenn die Ärztinnen und wir Frauen so wenig darüber wissen, warum nicht am Arbeitsplatz was tun? Das heißt, was ins Intranet stellen, mal ein cooles Buch in den Aufenthaltsraum legen, Vorbild sein, über die eigenen Wechseljahre oder die der Partnerin sprechen. Das zweite Thema ist wirklich einen wechseljahresfreundlichen Arbeitsplatz zu schaffen. Und das muss nichts Großes sein. Das kann sowas sein wie einfach mal Arbeitskleidung bereitstellen, die nicht aus Polyester ist. Ein Ventilator, einen Aufenthaltsraum ein bisschen näher sozusagen einzurichten, damit ich vielleicht mal schnell Kleider wechseln kann. Mhm. Und geht nicht immer, das weiß ich, aber ich erwähne es trotzdem, flexible Arbeitszeiten. Aber auch, also für mich ist es einfach ein Glas eiskaltes Wasser trinken zu können. Also Eiswürfel im Büro ist für mich ein Riesen-Game-Changer. Also einfach die Awareness haben. Und das Letzte ist, das ist mir ganz wichtig, ist der Zugang zu qualifizierten Ärzten. Das heißt einerseits Listen mit Ärztinnen und Ärzten zu haben, wo die Frauen sich hinwenden können. Ich kann aber auch meinen Betriebsarzt oder meine Betriebsärztin mal eine Hormonweiterbildung machen lassen, dass die vor Ort schon sind und den Frauen helfen können. Ja. Oder aber, viele Unternehmen sind ganz klein und haben vielleicht keinen Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin, vielleicht zahlen wir einfach mal die Wechseljahreskonsultation für unsere Mitarbeiterin, weil das ist für mich als Arbeitgeberin ein kleiner Betrag. Genau. Ja. Und es gibt immer viele Gäste, die man eben auch einladen kann, eben mal so zu einem Studientag oder so. Ja, also ich kann mal einen Vortrag halten. Ja, genau. Annunziata kommt gerne vorbei. Schön, dass du heute vorbeigekommen bist und uns aufgeklärt hast alle. Vielen gerne, Dank. Gerne, danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.